Peggy 16. Ja, was macht denn der Spieler den ganzen Tag, wenn er da so in so einem Spiel rumrennt? Der kämpft natürlich auch sehr häufig. Entweder um jemanden dazu zu bringen, zu tun, was man will. Ja? Beispielsweise so ein Türsteher vor einer Taverne, ich will jetzt aber rein hier, dann haust du ihm mal aufs Maul. Oder du laberst dich halt eben durch. Und naja, man muss nicht immer kämpfen in unserem Spiel, aber es ist schon ein zentrales Element, dass man besser wird im Kampf und dass man halt seine Fertigkeiten im Kampf dann auch entsprechend dann steigert. Wir hatten bei Risen mehrere verschiedene Waffengattungen, wie Äxte, Stäbe, Schwerter, die aber im Endeffekt von der Benutzung relativ gleich waren. Also haben wir uns überlegt, in Risen weniger verschiedene Waffen zu machen, als mehr innerhalb des Kampfes mit einer Waffe mehr Möglichkeiten zu bieten. Wir wollten wesentlich mehr in die Fechtrichtung gehen als bei Risen 1, wo es, oder bei den klassischen Hack-and-Slay-Dingern, wo man einfach die ganze Zeit draufhaut und dann, jetzt habe ich ihn getroffen. Und es geht darum, im Prinzip so ein Fechtgefühl zu entwickeln. Und das sollte dieser Prototyp dann auch zeigen. Es ermöglicht mir im Prinzip einfach ja, Situationen darzustellen, die in einem alten Errol Flynn, ja, Piraten-Movie einfach auch passieren. Man hüpft mal über die Klinge drüber, man bückt sich mal drunter weg, mal kriegt man einen Faustschlag ins Gesicht. Es ist einfach so ein bisschen dieses auch nicht ganz faire rüberzubringen. Das war einer der Hauptzielpunkte, die wir uns gesetzt haben. Um dieses Piraten-Flair noch ein bisschen weiter zu betonen, haben wir natürlich uns überlegt, wie können wir die Kämpfe piratiger machen? Was macht einen Piratenkampf aus? Und da kamen dann diese ganzen Ideen mit Schlag, Attacken, Faustheben, die man auch im Kampf austeilen kann, und Tritten, um Gegner wegzustoßen und so weiter. Wir wollten, dass das Kämpfen in Risen 2 wie so ein Piratenfechtduell rüberkommt. Ein Dirty Trick wäre, einen Papagei auf den Hals zu hetzen, der lenkt jemanden ab und ich kann dann draufhauen oder sowas. Und wenn ich Muskete gelernt habe, kann ich in der Zwischenzeit drauf schießen. Und wir hatten versucht, eine gewisse Vielfalt an verschiedenen Skills und Fähigkeiten anzubieten. Wir sind in unseren Spielen immer bemüht darum, dass komplette Spiel so ein bisschen drei zu teilen und das möglichst ohne einen Plan, sondern intuitiv, sodass es Bereiche gibt, in denen man kämpfen muss und da kommt man auch nicht drum rum. Es gibt Bereiche, da gibt es unwahrscheinlich viel zu quatschen und zu hören und zu lesen, und dann gibt es Bereiche, in denen kann man stundenlang irgendwas sammeln. Und das versuchen wir miteinander zu verflechten und für jeden dann was anzubieten. Und hoffentlich kann der Spieler dann das benutzen am ehesten, was ihm am meisten Spaß macht. Es ist so, dass man immer wieder gezwungen wird, sich kämpferisch mit Situationen auseinanderzusetzen. Man muss nicht alle Situationen kämpferisch lösen. Gerade in den Siedlungen, in den einzelnen Städten, Dörfern und so weiter, muss man das eigentlich nicht. Da kann man auch so ganz gut klarkommen. Aber spätestens, wenn man sich durch den Dschungel schlägt und einen Jaguar anspringt, dann wird es Zeit, die Klinge zu ziehen. Oder das Gewehr, was auch immer. Was machen die Banditen? Die machen, was sie wollen. Was macht die Inquisition? Die machen links, zwei, drei, vier ihr Ding durch. Es gibt eine Geschichte, die du erlebst, die du auf verschiedene Wege erleben kannst. Aber irgendwann spitzt sich alles wieder zusammen und es kommt ein Ende.